Welcome back to the Blue Switch Palace. Ja, blauer Schalterpalast. Mir doch alles scheißegal, ja. So sieht das aus, mein Freund. Ah, da kann ich denn... Das ist also blau, das sieht aus wie lila. Das ist dann der, den ich bräuchte, um diese eine Sternenwelt freizuschalten. Continue and save, natürlich. So, jetzt bin ich so lebensmüde und versuche es mal mit Forest of Illusion 1 nochmal den regulären Weg zu finden. Blups! Wow, cool, das hat sogar für den zweiten auch noch gereicht. Yoshi! Jetzt bin ich über dich rüber gehüpft. Gumbas oder so heißen diese Dinger. Sieht auch mal ein bisschen unfreundlich aus, aber... Macht mir ja nichts. Nee. Supi, hat geklappt. Cool. Es ist mal schwierig, hier irgendwas zu sehen. Man sieht hier die Feinde vor lauter Bäumen nicht. Ja. Ja. Friss einfach alles auf, Yoshi. Ich weiß, du hast Knast. Ich weiß, du brauchst es. Wenn du mal wieder ein schönes, fettes Ei legen kannst. Sieht doch mal sehr interessant aus, auf jeden Fall. Oh! Bleib bei mir. Ich fette Klempner möchte auf dir sitzen. Der frisst doch echt alles, was ihm irgendwo vor die Nase kommt. Das ist so schlimm. Gut, manchmal finde ich es ja toll, weil manche Gegner, die er da so weghaut, so wie das Ding, diese ganzen Kakteen da in dieser einen Welt. Uah, Hammerwichser. Ah, es hat geklappt. Freu. Oh, Depp. Spring da jetzt rauf. Genau, Super Mario. Klasse gemacht. Ding. Immerhin 25. Immerhin. Lass mich raten, jetzt kommen wir wieder zu Forest of Illusion Teil 2. Boah, das war so gar nicht klar. Aber hier muss ich eh noch auch noch mal den regulären Weg gehen und das werde ich dann jetzt auch direkt mal versuchen. Die Feder lasse ich mal da, wo sie ist. Das meinte ich ernst, Mario. Wirklich. Die sind mal wieder resistent, wie es immer so ist mit diesen Gegnern, diesen scheiß Stachelfiechern. So. Boah, so typisch, ey. Aber wenn ich dir einen Block vor die Fresse haut, dann gehst du unter. So gehört sich das. Ach, Leute, nee. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich diese Musik sehr chillig finde. Gefällt mir auch. Natürlich ist sie irgendwo kultig, ist ja logisch, weil Mario... Oh, Typ, du sollst unterhauen. Unter diesen Frage... Sag mal, bist du... Mario? Dankeschön. Du Vollpfosten hoch 100. Noch ein bisschen schneller. Sieht so unanständig aus. Also ehrlich, jetzt ohne Witz. Hm.
na 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 na, jetzt mach voll hier, nee. Halt. Hier ist glücklicherweise, wenn ich es schaffe, ein Pilz unter. Eigentlich. Ja. Genau, dankeschön. Wieder ein Stalkerfisch. Oh, noch mehr Stalkerfische, weil. Noch so ein Hirni. ...28, na immerhin. Aber ich habe den regulären Weg geschafft. Woo! Bin so gut, yeah! Forest of Illusion 3. Erschrocken über dieses Geräusch, ey, ehrlich. Pisslevel, Die Kanonenkugeldinger sind auch immer echt scheiße. Ah, da kann man rein. Das ist, weiß ich nicht, ob das gut ist. Doch. In diesem Fall ist das gut. Ein Leben. Yes. Und noch ein Leben, das ist auch schön. 3 Leben konnte ich sammeln, das ist gut. Das ist durchaus positiv. So eine Bonus-Levels, oder so eine, ja, versteckten Ebenen, wie auch immer, könnte ich mir ruhig öfter geben. Finde ich gut. Der frisst sogar Kanonen, ey. Der ist echt für nichts zu schade. Yoshi, nein! Ah, scheiße. Egal. Ich wage zu behaupten, dass hier auch wieder irgendwo ein scheiß Schlüssel ist. Ich behaupte es einfach mal. Ich weiß es nämlich nicht. Aber... Boah, ey. Was war denn jetzt? Habe ich ein Leben eingesammelt? Cool. Wofür auch immer. Finde ich schön. Boah, diese ganzen Seifenblasen da, die irritieren mich übermäßig, muss ich sagen. Nichts drunter, außer... Okay. Auf jeden Fall ist hier irgendwo was unter, was ich brauche. Oder brauchen könnte oder so. Bestimmt wieder unter denen, die ich jetzt nicht abklappe. Warte mal, Mario, geh mal. Scheiße, Zeit ist auch gleich oben. Na egal, ich versuche mal den normalen Weg, wenn es geht, zu finden. Jetzt noch in der Zeit. Boah, wie böse war das denn bitte? Auf von einem abgeprallt zum nächsten gekommen. Nach dem ganzen Spaß hier gehe ich dann auch nochmal wieder irgendwo speichern. Und beende dann Mario für heute. Ja, du Depp! Aber dazu wollte ich eigentlich erst dieses Level geschafft haben. Forest of Illusion 3. Ja, mal gucken, ob ich es schaffe. Heute. Jetzt. Ja! Okay, unter diesen Umständen nicht. Bin mal gespannt, wie lange ich noch brauche. Aber da ich jetzt gerade so ziemlich müde werde und irgendwie... Dabei ist es noch gar nicht so spät, aber macht nichts. Habe ich das Gefühl, meine Konzentration lässt noch mehr nach und es wird auch wieder mehr ein Let's Fail als ein Let's Play. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich möchte euch zwar unterhalten, aber ich möchte euch ja auch zeigen, dass es durchaus Menschen gibt, die das Ganze hier schaffen.
Und das auch ohne irgendwie Millionen von Anläufen zu brauchen. Nein, da war das Ziel. Oh Gott, Leute, nein. Da ziehen sich meine drei Gehirnzellen sowas von zusammen. Wenn ich sowas sehe, ehrlich. Ah, richtig. Umso besser. Yay, na. Boah, ey, ich spiele schon wieder auf Risiko. Ich sollte eigentlich mehr auf sicher spielen, bis das Problem ist. Das kann ich nicht. Ich liebe das Risiko und so spiele ich eben auch. Weil ich stehe eben wirklich drauf, ein bisschen Risiko zu machen. Das ist mehr so mein Ding. Ah gut, jetzt habe ich doch mal ein bisschen auf sicher gespielt. Gehe jetzt nochmal ins Geisterhaus und gucke, was da irgendwo ganz weit hinten ist. Ich gehe dann in die allerletzte Tür oder so. Mal gucken. Ja. Genau da wollte ich hin. Forest Ghost House, genau da will ich hin. Aber auch nur, um zu speichern eigentlich. Sieht mir echt aus, als ob die Musik hören. Bisschen Headbang. Okay, das geht. Zurück, zack. Es funktioniert auch, erstaunlicherweise. Ich bin immer erstaunt, wenn das wirklich funktioniert. Mein sogenannter Plan. Aber sehr schön, dass ich jetzt eine Feder bekomme, wenn ich sie denn heil erhalte, ja. Sehr schön. Nee, die will ich nicht. Dum, dum. Boah, diese ganzen Geister, ey, die erschrecken einen ständig, wenn die da irgendwo erscheinen mal wieder und meinen, ey, ich finde dich cool. So, cool, mal wieder ein Leben gesammelt. Sieh zu. Ja. Ich gehe irgendwo in die letzte. Okay, das ist die letzte. Dann gehe ich natürlich in die. Ist ja klar. Ah, drei Leben. Ein Halbmond bedeutet immer drei Leben. Oh cool, jetzt mache ich noch einen Bonuslevel. Und dann speichere ich und dann höre ich mit Mario auf für heute. Egal. Victory! Gut, Leute. Oh, toll. Continue. And save. Ja, ich bin immer noch Evil Bloody Eyes. Ich verabschiede mich hiermit von euch für heute. Wir sehen uns sicherlich demnächst wieder, denn wie gesagt, ich habe Urlaub und kann dementsprechend spielen. Ja. Das nächste Mal geht's dann weiter mit Forest of Illusion und vielleicht gehe ich auch nochmal gucken in der Vanilla-Ebene, ob ich da die Sternenwelt freigeschaltet bekomme. Ihr dürft also gespannt sein und ihr solltet das auf keinen Fall verpassen. Und wenn ihr irgendwen anders daran noch teilhaben lassen wollt, meinen Kanal kennt ihr, den Link dazu auch. Ja, ich bin immer noch Evil Bloody Eyes, das sage ich jetzt schon wieder und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Let's Play-Freunde. Adieu mit Ö. Tschüss.